Jeder Mensch hat seine Lieblingssitzposition. Und was ist daran so interessant? Nun, tatsächlich kann deine Vorliebe diverse überraschende Fakten und sogar einige Geheimnisse über deine Persönlichkeit preisgeben. Würdest du gern mehr herausfinden? Dann bleib dran. Aber bevor wir anfangen, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Aktiviere auch die Benachrichtigung, dann verpasst du keines unserer neuen Videos mehr. Nummer 1. Gerade sitzen. Wenn du meistens gerade sitzt, bist du eine willensstarke und selbstbewusste Person. Du zweifelst so gut wie nie an der Richtigkeit deiner Handlungen und Entscheidungen. Das ist etwas, für das du wahrlich Bewunderung verdienst, denn nur wenige Menschen glauben so an sich selbst wie du. Das ist beeindruckend. Manchmal kann das allerdings zu Engstirnigkeit führen und der Überzeugung, dass du über alles erhaben bist. Wenn dir diese Eigenschaften auffallen, versuch dran zu arbeiten. Du hast gerne die völlige Kenntnis und Kontrolle einer Situation. Gleichzeitig bist du sehr verlässlich in deiner Kommunikation mit Verwandten sowie Kollegen und Kolleginnen und du versuchst immer, zu Hilfe zu eilen und jemanden in harten Zeiten zu unterstützen. Du bist ein unglaublicher Freund, beispielsweise eine unglaubliche Freundin und ein entschlossener, ambitionierter Mensch. Mach weiter so. Du kannst zweifellos alles erreichen, was du willst. Nummer 2. Sich beim Sitzen anlehnen. Wenn du dazu neigst, dich beim Sitzen zurückzulehnen, heißt das, du bist ein zutiefst sensibler und sympathischer Mensch. Die Gefühle anderer sind dir niemals gleichgültig. Du kannst Menschen wie kein anderer beruhigen und ermutigen und du versuchst nach dem Grundsatz zu leben, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst. Über wichtige Entscheidungen denkst du sorgfältig nach. Du bist nicht der Typ, der Hals über Kopf handelt. In aller Regel beobachtest du die Situation lange, bevor du etwas Wichtiges angehst und wägst sämtliche Vor- und Nachteile ab. Erst dann triffst du deine finale Entscheidung. Natürlich brauchst du Zeit, um das zu tun, aber immerhin bereust du deine Handlung selten oder fragst dich, wieso habe ich das getan? Trotzdem, erlaub dir mehr Spontanität im Leben. Denn die macht es nur noch besser. Nummer 3. Sich beim Sitzen nach vorne lehnen. Wenn du dich beim Sitzen leicht nach vorne lehnst, kann man sagen, dass du dich leicht mitreißen lässt. Das liegt daran, dass du dich für eine Vielzahl von Dingen interessierst. Du hast haufenweise Hobbys und du bist ständig auf der Suche nach neuen. Du bist wahrlich aufgeschlossen und kannst zu fast jedem Thema problemlos ein Gespräch aufrechterhalten. Und wo wir gerade bei sozialer Interaktion sind, es ist erwähnenswert, dass du außerordentlich neugierig und offen gegenüber neuen Bekanntschaften bist. Du kannst dich bei anderen beliebt machen, hast ein Talent für Komplimente und schmeichelst deinem Gegenüber, wenn du es für angebracht hältst. Das alles hilft dir, Freundschaften zu schließen und mit Leichtigkeit gute Beziehungen aufzubauen, da du andere Menschen leicht lesen kannst. Respekt! Nutz all diese Energie, aber nutz sie weise. Nummer 4. Mit geschlossenen Beinen sitzen. Leute, die gern mit geschlossenen Beinen sitzen, vermitteln oft einen falschen Eindruck. Auf den ersten Blick können sie abgebrüht wirken, aber die Wahrheit ist, lernst du sie einmal kennen, entdeckst du, wie freundlich und aufrichtig sie sind. Solltest du zu dieser Gruppe zählen, liegt es dir nicht unbedingt ständig und überall deine Emotionen zu zeigen oder dich wie eine Drama-Queen aufzuführen. Ganz im Gegenteil, du bist beherrscht und zurückhaltend. Allerdings hast du keinerlei Schwierigkeiten, wenn es darum geht, die Wahrheit auszusprechen und ernsthafte Fragen geradeaus zu beantworten. Du bist pünktlich und genau und am liebsten planst du alles im Voraus. Aber versuch dich anderen gegenüber ein wenig mehr zu öffnen. Manchmal kann niemand sehen, was für ein wunderbarer Mensch du doch bist, da du so hohe Mauern um dich herum aufgebaut hast. Vielleicht ist es an der Zeit, sie einzureißen. Nummer 5. Mit überkreuzten Fußgelenken sitzen. Wenn du dich beim Sitzen mit überkreuzten Fußgelenken am wohlsten fühlst, bedeutet das, du bist eine zielstrebige Person, die nicht selten ausgeprägte Führungsqualitäten zeigt. Du hast einen starken Charakter und weißt ganz sicher, was du willst. Darüber hinaus bist du gern informiert und behältst die Kontrolle über alles. Und manchmal jede und jeden. So sehr, dass man dich autoritär nennen könnte. Es wäre eine gute Idee, daran zu arbeiten, da es deine Freundschaften und Beziehungen mit geliebten Menschen verderben kann. Letztendlich lassen sich nicht viele Menschen gern ständig sagen, was sie zu tun haben.
Was soziale Interaktionen angeht, bist du offen für neue Freunde und Freundinnen, aber kannst in Beziehungen eifersüchtig sein. Auch hier ist der Schlüssel, dich selbst im Griff zu haben und deinen Partner oder Partnerin zu vertrauen. Nummer 6. Mit überkreuzten Beinen sitzen. Wenn du für gewöhnlich deine Beine übereinander schlägst, kann man dich kaum als selbstbewussten Menschen bezeichnen. Du bist bescheiden und sogar schüchtern und bist in Gegenwart von Fremden oft verlegen. Du bist introvertiert und fühlst dich allein wohler als auf einer riesigen Party. Das kann der Schlüssel zu großer Kreativität sein, da du oft versuchst, deine Gefühle und Emotionen vor anderen zu verbergen. Versuch sie stattdessen in Poesie, Musik, Zeichnen oder irgendeiner anderen Form von Kunst auszudrücken. Zwischenmenschlich wirst du als verschlossene Person wahrgenommen und das mag stimmen, da du nur wenige Freundschaften hast. Aber was zählt ist, dass jede und jeder einzelne von diesen Menschen mit dir durch dick und dünn gegangen ist und du weißt, dass ihr euch einander den Rücken frei haltet. Nochmal, hab keine Angst, dich auszudrücken und zeig anderen deine Persönlichkeit. Du bist wirklich einzigartig und die Menschen verdienen es zu sehen, was für eine wunderbare Seele du bist. Nummer 7. Mit verschränkten Armen sitzen. Wenn du dazu neigst, beim Sitzen deine Arme zu verschränken, bist du ein ernster Mensch mit einem starken Charakter. Du bist selten für Scherze, Streiche oder Spiele zu haben und betrachtest das Leben lieber aus einer reiferen Perspektive. Deine Gedanken zeichnen sich durch sehr viel Tiefe aus. Daher zeigt dein Gesicht sehr oft einen nachdenklichen und konzentrierten Ausdruck statt eines breiten Lächelns. Abgesehen davon arbeitet dein Verstand ununterbrochen. Du liebst es, Rätsel und Kopfnüsse zu lösen und die Lösungen zu schwierigen Problemen zu finden. Und es gibt niemanden, der oder die das so gut kann wie du. Obwohl du über uneingeschränktes Selbstbewusstsein verfügst, fällt es dir schwer, dich anderen gegenüber zu öffnen. Das liegt schlicht daran, dass du keine Gesellschaft brauchst, da du mit dir selbst völlig im Reinen bist und dich allein mit dir sehr wohl fühlst. Und das ist großartig. Aber isolier dich nur nicht vollkommen von anderen, okay? Nummer 8. Beim Sitzen die Hände zwischen den Beinen einklemmen. Wenn du beim Sitzen die Hände zwischen deinen Beinen einklemmst, bist du sehr sanft, sensibel und gutmütig. Du bist eine reine Seele und wünschst anderen immer nur das Beste. Du bist nicht nachtragend und verzeihst einer Person lieber. Deine Freunde, Freundinnen und Familie können sich glücklich schätzen, dich zu haben, da du andere Leute Probleme nicht ignorierst. Stattdessen reagierst du sofort und versuchst zu helfen, wo du kannst. Du gibst ausgezeichnete und wohlüberlegte Ratschläge und nimmst dir stets die Zeit, denjenigen zu helfen, die deine Hilfe brauchen. Andererseits kannst du schüchtern sein und hin und wieder an deinen eigenen Worten und Entscheidungen zweifeln. Du neigst dazu, dich selbst zu unterschätzen und zu glauben, dass du nichts Besonderes bist. Es ist wichtig, dass du lernst, dich selbst zu lieben und wertzuschätzen. Du bist außergewöhnlicher, als du denkst, okay? Nummer 9. Mit den Händen auf den Knien sitzen. Falls du am bequemsten sitzt, wenn deine Hände auf deinen Knien liegen, steht das für eindeutige Führungsqualitäten und eine mutige und selbstbewusste Person, die das auch anderen gegenüber zeigt. Andere sehen das und folgen dir, wohin du auch gehst. Du kannst ein wunderbarer Aufseher oder eine tolle Regisseurin sein, da du Menschen sehr gut organisieren und inspirieren kannst. In der Regel ist diese Sitzposition auch eher unter konzentrierten und aufmerksamen Menschen verbreitet als unter zerstreuten. Du hast keine Angst, die Verantwortung sowohl für deine eigenen als auch anderer Leute Entscheidungen zu übernehmen. Du fürchtest dich auch nicht vor Problemen und findest schnell einen Weg, sie zu lösen. Aber kümmere dich gut um deine körperliche und geistige Gesundheit. Dieser Typ Mensch ist oft ein Workaholic. Falls das stark nach dir klingt, achte darauf, öfter Zeit zu finden, um dich ordentlich zu entspannen. Nummer 10. Beim Sitzen die Hände verschränken. Wenn du beim Sitzen am liebsten deine Hände verschränkst, bist du sehr wahrscheinlich sehr emotional, impulsiv, offen und liebenswürdig. Du hörst auf dein Herz und lässt dich von deiner Intuition leiten. Du verfügst über einen natürlichen Optimismus und bist für gewöhnlich fröhlich und gut gelaunt, was du andere auch spüren lässt. Du hast viele gute Freunde und Freundinnen, da du eine positive Energie und Sicht auf das Leben verströmst und damit andere inspirierst, bessere Menschen zu sein und das Leben ausgiebig zu leben. Außerdem liebst du Abenteuer und gute Gesellschaft, schaffst gern neue Erinnerungen und lernst neue Leute kennen. Ändere dich für niemanden. Du hast eine strahlende und einzigartige Sicht auf die Welt und deine Persönlichkeit ist geradezu energiegeladen.
Puh. Na, passt das Ergebnis zu deinem Charakter? Verrat's uns in den Kommentaren. Vergiss nicht, uns ein Like zu geben und auf Abonnieren zu klicken, um mit uns auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben. Wir sehen uns.